Ich wusste aber, dass ich am Berg mit einer der Stärksten war. Ich bin auch alleine hinten aus der Gruppe zu der Gruppe vorher hingefahren und habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Und der Berg, der war perfekt für mich. Einfach genau die richtige Länge, steil genug für mich. Und da konnte ich einfach meine Explosivität ausspielen. Und schwer war es dann natürlich auf den letzten 5 Kilometern, das zusammenzuhalten, dass da nicht einer wegfährt. Bin dann jede Attacke mitgegangen und habe dann belauert und sie sind auf den letzten Kilometer, ist keine Attacke mehr gegangen und habe dann lange genug gewartet, weil ich wusste, wenn ich jetzt bei 150 antrete, die Explosivität habe ich. Und das hat dann Gott sei Dank gereicht, bin sehr, sehr glücklich. Konnte natürlich nicht groß taktieren, ich habe erstmal gewartet und dachte schon, ich hätte mich verpokert mit dieser ganz großen Gruppe, die da vorne weg ist. Dann konnten wir uns aber nochmal lösen und mit 20, 25 Mann, da waren auch wirklich gute Fahrer dabei und es gingen immer wieder Attacken und ich habe gemerkt, dass ich einer der Stärksten am Berg bin und habe somit einfach, bin ich keine Attacke mehr mitgegangen auf der Fläche, sondern habe immer bis zum Wald gewartet, bis zum Berg und habe dann das Loch zugefahren und die Taktik ging dann für mich einfach auf.